Was ist das denn? Das hier, Freunde, sind vier verschiedene Mystery-Trikots von vier verschiedenen Anbietern. Und laut TikTok und Co. müssen die ja geisteskrank geile Trikots drin haben. Gehen wir rein in die erste Box. Mystery United. Eine Classic Mystery Box. 40 Euro und 6 Euro Versand. Was kommt da? Wir haben ein Trikot. Bitte, dein Mystery-Shirt ist von Dinamo Bucuresti. Okay. Was denkst du, wo ist es? Bukarest? Ist Bukarest, Rumänien. Damn. Die roten Hunde. Okay. Dinamo wurde 18 Mal rumänischer Meister. Könnte ja auch von Union sein. Das ist übrigens Splash, Bruder. Der ist härter. Da ist sogar ein Sticker dabei, Alter. Das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Wie heißt noch die Marke? Macron? Macron. Ja, tatsächlich. Soll ich mal anziehen? Nee. Spaß, nein, zieh an. Ist aber ein bisschen... Das ist schon ein bisschen tough für ein XL. Sieht aber nicht schlecht aus. Mach mal eine Drehung. Schwieriger Fall. Das Trikot ist aus dem Jahre 2021. Das ist sogar schon ein paar Jahre her. Es gibt's online zu kaufen für 31 Euro. Aber die billigste Box... kostet 40. Hm. Okay, das war auch jetzt die billigste Box der vier. Er hier hat Kohle und Stahl vom BVB bekommen. Ihr wisst, wie selten das ist. Ah, der die Videos macht auf TikTok, dem gehört auch der Shop. Der schickt sich die quasi selbst. Aber das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ein Schelm, wer Böses denkt. Aber, Freunde, die Websites, die haben ja auch nicht umsonst verschiedene Angebote, um seine Chance auf ein gutes und neues Trikot besser zu machen. Diese Box hier ist zum Beispiel von Trikotstoff. Die verkaufen Retro-Trikots. Und das hier, Shirt in a Box. Bei der Website habe ich 82,90 Euro bezahlt, um aber zu 100% ein Trikot aus der aktuellen Saison zu bekommen. Und da gibt es viele geile. Das neue Napoli-Trikot. Real Madrid, Arsenal, AS Roma. Die Box, die wird knallen. Die muss knallen. Willst du aufmachen? Ja. Shirt in a Box, Freunde. Ma? Könnte scammy sein jetzt. Schon mal einen Pluspunkt. Yo. Ah, erste Plus. Haribo. Ein Starmix. Den kennen wir uns gleich. Dann. Shirt in the Box Sticker, thank you, man. Tag us on social media. Ja, genau. Alright, so pick. Ich bin schon sehr gespannt, Digga, weil das ist ja mein Trikot, so weißt also, du. Also, any team from anywhere. Die haben immer für Verpackung auch viel Geld ausgegeben, Digga. Aber das ist schon, gut, ja. Das ist schon gut. Okay. Digga, warte, zeig's mir nicht, zieh's an und komm rein. Oha, okay. Okay, so ich machen sehe. Die das bei TikTok immer. Okay. Ja, okay. Okay? Ja. Ja, komm hier oder neben mir. Zähl runter. Kann nicht. Was ist das denn? Oh, no, 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 no. Was ist das denn, Digga? Und das Logo ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal ein richtiges Wappen drauf. Von welcher Firma? Joma! Ich hab nicht mal geguckt. Das ist einfach im Shirt drin. Aber wenigstens die Haribos. Das Trikot kostet 56,50 Euro. Sind wir mal ehrlich. Irgendwie war das doch alles klar, dass es so kommt. Oder? Der Sinn dahinter ist ja, dass man mit der Neugier des Kunden spielt. Und natürlich auch mit dem Gefühl, was Großes kriegen zu können. Gibt mir schon fast Casino-Vibes. Ich habe bei der Website sogar ganz schnell abends bestellt, weil ich dachte, der Countdown hier oben, der rasiert mich gleich. Mein Angebot ist vorbei. Naja, um 0 Uhr 0 wurde der Countdown oben wieder auf 24 Stunden zurückgestellt und lief wieder bis zum nächsten Tag. Und die haben mich richtig gecatcht. Uns ist dann aber aufgefallen, dass das Trikot von Sabri echt eng sitzt. Und wir haben dann gemerkt, das ist eine Größe L. Ich habe aber XL bestellt. Also habe ich mich zu Hause direkt mal hingesetzt und denen eine ordentlich saftige Mail hingeklatscht, was das eigentlich soll. Ja, stellt sich raus, gar kein Grund sauer zu sein. Die haben richtig nett geantwortet, mir direkt ein Rücksendeetikett geschickt. Und ein paar Tage, beziehungsweise ungefähr eine Woche später, war auch das nächste Paket da. Das öffnen wir gleich auch noch. Wir haben jetzt also noch drei Boxen. Die Box von Trikotstoff, von dem Retro-Shop, Secret Shirt Co. und das neu versendete 23-24 Trikot. Dieses hier Secret Shirt Co. war übrigens die billigste Box von allen. Für nur ca. 35 Euro und 10 Euro Versand gibt es hier eine Überraschungsbox. Das Problem war nur, der Shop liegt in England. Da hätte ich mich vielleicht vorher mal ein bisschen informieren sollen und ich musste nochmal 10 Euro Zoll drauf zahlen. Und es kam dazu noch verspätet an. Nur falls ihr mal sowas in Zukunft ausprobieren wollt, denkt da einfach dran. Werfen wir mal einen Blick rein.
gleiche Verpackung wie alle anderen auch. Secret Shirt Co. Ein Knaller. Ich krieg so Glücksspiel-Vibes, das ist echt unglaublich. Ich krieg, das ist wie FIFA-Packs öffnen, nur dass man wenigstens danach was in der Hand hat. Brasilien! Liga Nacional de Guatemala. CD Malasateco. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die haben, was sie für ein Problem haben. Aber irgendwie sind es immer rote Trikots, oder? Ich zieh's mal schnell an. Okay? Was sagst du, Kelle? Ich feiere das hier extrem. Es sieht ein bisschen aus wie ein Radrenntrikot, aber im Grunde ist es geil. Und vor allem hier dieses Logo ist auch stabil. Der Rest ist wirklich Radrennstyle. Aber ich mag, dass es hier so eng ist. Und endlich mal eins, das passt. Ah, hier oben ist auch gestickt. Was steht hinten drauf? Steht hinten was drauf? Claro. Claro. Steht Claro drauf? Sí, claro. Das betont meine Arme, oder? Ich weiß ja, wer den Scheiß wieder erzählt hat. Aktuell Erster in der guatemalischen Fußballliga. In Gruppe A. Guatemalische Fußballliga ist in zwei Gruppen geteilt. Ist es 22-23 Heimtrikot? Das Auswärtstrikot wäre auch sehr, sehr sexy gewesen. Ja, das ist eins von den Trikots, die halt auch wahrscheinlich einfach nur bei solchen Firmen gibt, weil die kein Mensch sonst kauft oder kennt. Schade. Zwei Boxen noch. Letzte Chance auf was Gutes. So, Freunde, deutsche Marke. Da habe ich auch dieses Hertha-Trikot gekauft. Und deswegen habe ich mit dem Namen meiner Freundin bestellt, dass sie auf keinen Fall sehen, dass ich das bin und dass sie was ganz Normales zuschicken. Trikotstoff hat auf ihrer Website ganz normal Retro-Trikots. Das heißt, sie haben nur Retro-Trikots. Das heißt, hier drin wird irgendein random Retro-Trikot sein. Gekostet hat es, glaube ich, so 50 Euro hat die Box gekostet. Bin gespannt, was da drin ist. XL, Sabri macht auf. Komm, Sabri macht's wieder auf. Okay. Okay. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Ist okay. Was soll ich dir sagen? Oh nein. Ist okay. Oh nein. Niklas lacht nicht, das ist ein gutes Zeichen, Freunde. Kann ich? Oh, aber ist geil, Digga. Full Red. Aber sieht jetzt nicht retro aus, finde ich. Hä? Das ist doch nicht retro, oder? Das ist L. Ah, das ist L. Ja, okay. Das ist schon wieder WXL, Alter. Das ist kein Retro-Trikot, das ist aus 22. Hä? Habe ich mich verklebt? Überraschungsboxen? Ich dachte, da sind safe Retro-Trikots drin. Von Leeds, Paris, von Los Angeles bis Canberra. In dieser Überraschungsbox findest du zufällig für dich ein ausgewähltes Trikot in Größe L. Hä? Aber auf dieser Webseite gibt es nur Retro-Trikots. Aber die Überraschungsbox ist kein Retro. Und dann wieder eine gute Live-Lesson, Freunde. Augen auf beim Pferdekauf. Ich denke mal dann auch natürlich, um die Trikots halt ein bisschen mehr oder weniger loszuwerden. Aber was sagen wir trotzdem? Besser als das Hellas Verona Trikot auf alle Male? Du hast aber XL bestellt? Nee, ich habe L anscheinend aus Versehen bestellt. Weil ich dachte, ich habe L bestellt, weil ich dachte, das ist ein Retro-Trikot und die fallen immer größer aus. Und deswegen habe ich L bestellt. Google sagt, Hummel Dänemark Heimtrikot 22-23 kostet 43 Euro. Das heißt, wir haben jetzt gar nicht mal so ein Big L damit gemacht. Unsere letzte Chance, Freunde. Das ist unser aktueller Kontostand und das sieht auf jeden Fall alles andere als rosig aus. Die letzte Box könnte einiges rausholen. Es gibt nochmal ein Trikot aus der aktuellen Saison zum Spottpreis von nur 82,90 Euro. Ich meine, schlimmer kann es ja nicht werden. Das letzte Trikot von dem Shop hatte nicht mal ein gesticktes oder geklebtes Badge. Nix. Das Logo war im Trikotstoff drinne. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Mal schauen, was wir jetzt am Start haben, Freunde. Was Neues! Systemgetrieben Malaga! Uiuiuiui, what is that denn? Was ist das denn? Oh, ihr würdet so gerne sehen, ne? Wir haben wieder eine Karte. Und es sieht so aus, als ob das wieder... Es ist aus Bhutan.
Wirklich, die haben da nur, die haben da nur Drecks, die haben, die Wichser haben nur Dreckstrikots, Alter. 23, 24, ich zieh's an, ey. Ach du Scheiße. Vielleicht sieht's ja geil aus. Also wer weiß, ne? Eine Ewigkeit später. Also, ich würde sagen, it's a look auf jeden Fall. Wir haben einen neuen besten. Es ist aber schon wieder so lächerlich kacke, dass sie beim Trikot nicht wirklich hier ein Wappen drauf haben, sondern das einfach im Trikot drin ist. Das finde ich schon echt bodenlos. Aber schaut mal, hinten im Nacken haben wir ein schönes, keine Ahnung, ist das die Bhutan-Nationalflagge? Was ist das hier? Ist da ein Drache drauf? Ist das ein Sponsor? Was steht denn da drauf? Also qualitätsweise ist es schon echt Schrott, muss ich sagen. Finde ich. Vom Look sieht es aber okay aus, oder? Timfu City FC. Und ihr Twitter ist verlinkt. Was war das? 65 Euro oder so? Hier, Bhutan, Natural, Paro FC. Also scheint irgendwas mit Asien zu sein wegen diesen Drachen. Ja, ich finde es jetzt nicht ganz, aber so meistens liegt es hier beim Preis so von 30 bis 40 Euro. Aber das ist dann halt auch die offensichtliche Qualität halt, die dann den Preis ausmacht. Also macht nicht den Fehler wie ich und kauft kein Trikot, was aus der aktuellen Saison ist, mit der Hoffnung, ihr kriegt vielleicht ein Real Madrid Home Longsleeve Trikot. Zurück in die Basis. Time-Time-Show oder sowas? Was machen wir jetzt? Sehr schön. Bist du glücklich? Ja, deswegen sollte man kein Casino spielen oder sonst was. Du bist immer der Gefickte am Ende. Ist so. Ja, tatsächlich. Also das finde ich cool, Digga. Das ist auch okay. Und das finde ich auch okay eigentlich so. Das ist so, okay? Das ist auch okay. Weil das würde man wirklich niemals genau irgendwo und sehen gefühlt. Das ist ja auch irgendwo mit der Sinn dahinter, warum man es kauft. Also klar, wenn du ein geiles altes Trikot willst oder ein geiles besonderes Trikot, dann kaufst du dir einfach dieses Trikot. Welches Trikot fandet ihr am hässlichsten, Freunde? 1, 2, 3 oder 4? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut, meine Schatzis. Und wenn ihr Bock habt, kommt in meinen WhatsApp-Chat.